Wie ihr gleich feststellen werdet, sah es ziemlich übel für uns aus. Wenigstens wollten die Typen noch etwas von uns wissen. Nämlich, was wir in Erfahrung gebracht hatten. Deshalb ließen sie uns am Leben. Vorläufig jedenfalls. Dann müssen sie mich bewusstlos geschlagen haben. Ich bekam lange Zeit nichts mit. Mal wieder. Als ich zu mir kam, fand ich mich über den Wolken wieder. Keine Angst. In einem Hubschrauber. Ich hatte grausame Kopfschmerzen. Und als Gina mir von Clive erzählte, verzweifelte ich. Wegen uns war mein Freund gestorben, während wir an diesem Abend nur nicht zum Museum gefahren. Ich versuchte, mich zusammenzureißen. Gerade jetzt musste ich einen klaren Kopf bewahren. Ihr habt keine Ahnung, wie schwer mir das fiel. Wahrhaftig. Mir würde bald das Gleiche wie Clive widerfahren, wenn ich nicht bald etwas unternehmen würde. Der Selbsterhaltungstrieb und der Wunsch nach Rache fanden einen Weg in mein Bewusstsein und vertrieben Clive aus meinen Gedanken. Kurz darauf setzte der Hubschrauber zum Landeanflug an. Ich konnte sehen, dass wir in einem Wüstengebiet landeten, mitten auf etwas, das wie ein ehemaliges Ölfeld aussah. Sie holten uns aus dem Hubschrauber und brachten uns zu einer alten Hütte. Bald wurde mir klar, dass sie in Wirklichkeit nur an Gina interessiert waren. Sobald wir die Hütte betraten, banden sie Gina an einen Stuhl. Danach kümmerten sie sich liebevoll um mich. Sie gaben mir ein starkes Schlafmittel, in Form eines gehaltvollen Schlages auf den Hinterkopf. Als ich aufwachte, war ich leicht benommen und mein Kopf schien zu explodieren. Killer haben mir ganz schön einen verpasst. Ich schwöre, dass diese üblen Typen noch für alles bezahlen werden. Oh nein. Sie haben mir auch noch alles abgenommen. Die Brieftasche, die Autoschlüssel, meinen Bernstein. Einfach alles. Ich werde mir alles zurückholen. Aber das Wichtigste ist jetzt, herauszufinden, was sie mit Gina gemacht haben. Und aus diesem Schlamassel lebend herauszukommen. In der Mitte der Tür ist ein ziemlich großer Spalt. Du bist eine wunderschöne Frau. Und würde es dir nicht gefallen, auch eine zu bleiben? Sollte es so sein, dann fang lieber an zu reden. Du möchtest doch nicht, dass aus deinem Gesicht ein Picasso wird? Ihr verschwendet eure Zeit. Ich weiß nichts, das schwöre ich. Ein gebrochener Arm wird dich nicht am Reden hindern, aber vielleicht frischt er ja dein Gedächtnis auf. Ihr verschwendet eure Zeit. Ich weiß nichts, das schwöre ich. Ich muss Gina helfen. Diese Tiere sind zu allem fähig. Vielleicht kann ich das noch gebrauchen. Na, das ist ja mein Hemd. Diese Bestien haben einen unbrauchbaren Lappen daraus gemacht. Nein, ich fürchte, dass es nicht mehr geflickt werden kann. Ein Sprühreiniger. Den benutzt man, um alles sauber zu machen. Ich nehme die mit, aber ich denke nicht daran, hier sauber zu machen. Ja, die kann mir sehr nützlich sein. Ich glaube, dass es ein Knauf von der Garderobe ist, die dort hängt. Das könnte nützlich sein. Warum sollte ich das tun? Sie ist ziemlich schwer. Ich kann sie nicht bewegen, solange sie voll ist. Es sind keine Flaschen mehr darin. Aber sie ist randvoll mit Eis. Ein Stück Leder. Ich nehme das hier mal mit. Fein. Jetzt ist der Lappen putzbereit. Ja, damit schaffe ich es bestimmt, die Sonne durch das Fenster scheinen zu lassen. Frühjahrsputz! Machen wir das Fenster sauber!
Kaum zu glauben, wie viel Schmutz daran geklebt hat. Jetzt scheint die Sonne wunderbar hindurch. Sie ist offen. Schon erledigt. Jetzt beginnt das Eis zu schmelzen. Sauber. Der Stecker ist nicht mehr in der Steckdose, der Deckel ist geöffnet und die pralle Sonne scheint auf das Eis. Ich glaube, dass das Eis im Nu schmelzen wird. Es ist schon einige Zeit vergangen. Schauen wir mal rein. Das Eis ist völlig weggetaut, aber die Kühltruhe ist voll mit Wasser. Ja, so kann ich das Wasser aus der Kühltruhe ablaufen lassen. Fein. Ich glaube, dass ich sie ganz entleert habe. Ja, auf geht's. Jetzt, wo sie leer ist, kann ich sie bestimmt bewegen. Ja, eine Falltür. Ich wusste es. Etwas sagte mir, dass ich die Lösung finden werde, wenn ich die schwere Kühltruhe bewegen kann. Klar versuche ich, die Falltür aufzubrechen. Geschafft. Jetzt kann ich aus dieser verdammten Hütte fliehen. In Ordnung. Ich glaube, dass ich rauskäme, wenn ich unter die Hütte krieche. Ich muss vorsichtig sein. Ich darf nicht auf der Vorderseite auftauchen. Sie würden mich entdecken. Los geht's. Ich bin draußen. Ich verstecke mich hinter dem Felsen dort. Ich muss nachdenken. Wo kommst du denn her, mein Schöner? Hallo. Ich... Ach, er ist gekommen, um uns zu retten. Er ist gekommen, um uns zu retten. Um euch zu retten? Aber ich bin derjenige, der... Diese Ratte von Jules schickt dich, oder? Jules? Wartet mal. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ich bin gerade aus der Hütte da hinten geflohen. Ein paar Mafiosi haben mich gefangen gehalten. Mich und meine... Und eine Freundin. Ihr müsst mir helfen, sie zu befreien. Ihr Leben ist in Gefahr. Ich war vor einiger Zeit in der Hütte. Wir sahen einen Hubschrauber ankommen und ich ging dorthin, um Hilfe zu holen. Aber ein Typ mit einer Augenklappe sagte mir, dass ich verschwinden solle. Er meinte auch, dass ich mich nicht nochmal blicken lassen soll, wenn ich nicht als Geierfutter enden will. Auch wir sind in Schwierigkeiten, wie du siehst. Wir sind Künstlerinnen und machen eine Tour durch das ganze Land. Seit mehr als einer Woche ist unser Bus kaputt. Er ließ uns mitten in der Wüste im Stich. Jules, der Fahrer, der uns auf dieser Tour begleitete, ging auf Hilfesuche. Seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. Ich wette, dass dieser Schweinehund mit dem ganzen Geld, das wir ihm gegeben haben, auf Nimmerwiedersehen verschwunden ist. Jules sagte, dass er eine Abkürzung durch die Wüste kennt und wir dadurch schneller in Las Vegas ankommen würden. Höchstwahrscheinlich hat das Schwein alles vorher geplant und er selbst hat den Bus zerlegt, um mit dem Geld abzuhauen und uns loszuwerden. Ich verstehe. Eure Lage ist nicht besser als meine. Aber bestimmt können wir gemeinsam einen Ausweg aus dieser heiklen Situation finden. Für mich ist das Wichtigste, Gina zu befreien. Diese Typen sind gefährlich und können sie jede Minute erledigen. Ihr müsst mir helfen. Versteh's bitte nicht falsch, aber von Tag zu Tag vertraue ich schönen Typen wie dir immer weniger. Wer ist Gina? Warum wird sie in der Hütte gefangen gehalten? Wer sind die Typen, vor denen du angeblich fliehst? Und vor allem, wer bist du? Das ist eine lange Geschichte und wir haben keine Zeit. Glaubt mir, ich gehöre zu den Guten. Und ich kann euch versichern, dass diese Typen sehr böse sind. Helft ihr mir? Übrigens, ich heiße Brian. Ich bin Carla. Und ich Mariola. Ich bin Lula. Und, ja, wir stehen auf, zu dir. Hast du schon irgendeinen Plan? Einen Plan? Klar, einen Plan, um deine Freundin zu befreien und uns alle von hier wegzubringen. Sie ist nicht meine Freundin und, ja...
Ich habe noch keinen Plan ausgearbeitet. Sie ist nicht deine Freundin? So ein hübscher Junge wie du hat keine Freundin? Dir gefallen keine Mädchen. Das ist es, oder? Okay, okay. Sie ist doch mein Mädchen. Und ich glaube, dass ich schon einen Plan habe. Doch? Lasst mich ein bisschen nachdenken. Ich möchte ihn reifen lassen. Ausreifen? Reifen? Währenddessen übe ich meinen neuen Tanzschritt. Ja, und ich kehre zu meinem Sonnenbad zurück. Ich werde mich noch eine Weile ausruhen. Ich bin erschöpft. Ich hab's. Hört mal, möchtet ihr nicht meinen Plan hören? Besser, du erklärst ihn uns, wenn er komplett ist. Einverstanden, mein Süßer. Schon gut. Ich wollte euch nicht damit langweilen. Mal sehen. Gehen wir den Plan nochmal durch. Ich muss die Aufmerksamkeit der Killer erregen und sie dazu bringen, die Hütte zu verlassen. In dem Moment muss ich hineinschlüpfen, Gina losbinden und mit ihr durch die Falltür flüchten. Bei ihrer Rückkehr werden die Killer merken, dass Gina ausgeflogen ist. Jetzt tritt der zweite Teil des Plans in Kraft. Die Kerne müssen in der Hütte eingesperrt werden, damit sie uns nicht verfolgen können. Als drittes brauchen wir ein Transportmittel. Zu Fuß kommen wir nie durch die sengende Wüste. Keine Minute verlieren. Ginas Leben ist in Gefahr. An die Arbeit! Die typische Ausstattungstruhe für Schauspieler und Künstler. Ich werde sie durchsuchen. Mal sehen, was ich hier finde. Ein Basketball hat keine Luft mehr und die Nähte sind geplatzt. Aber der könnte mir nützlich sein. Wow! Sie haben alles mehr als bemerkenswert gut dekoriert. Sehr schick. Gefällt mir. Ich sehe, dass Carla dort hinten liegt. Es sieht aus wie die Kurbel von irgendetwas oder wie eine Taschenlampe oder so. Oh, das ist keine Taschenlampe, sondern ein Handstaubsauger. Bestimmt kann ich ihn für etwas gebrauchen. In Ordnung. Sicher haben die Mädchen mehr als genug davon. Vielleicht denke ich ja daran und schenke sie dann Gina. Es ist voller Lippenstifte. In Ordnung. Ich nehme irgendeinen mit. Ich habe nicht vor, mich zu schminken. Aber ich kann ihn vielleicht für etwas anderes benutzen. Sieht aus wie Schustergarn und Nadel. Ich nehme die Nadel auch mit. Vielleicht kann ich sie später gebrauchen. Entschuldige, Carla. Ja, mein Schätzchen. Du scheinst richtig erschöpft. Bin ich, mein Lieber. Gestern früh war ich etwas unpässlich. Mein Magen. Ich nahm eine Tablette dagegen. Dabei vergaß ich, dass man sie nicht mit Alkohol mischen darf. Das hat mich völlig umgehauen. Am Nachmittag trank ich einen Cocktail. Türkische Leidenschaft. Übrigens, eine meiner Kreationen. Du kannst es dir nicht vorstellen, mein Lieber. Ich konnte mich nicht bewegen. Mein schlanker Körper schien eine Tonne zu wiegen. Fürchterlich. Heute geht es mir schon besser, aber ich fühle mich immer noch nicht gut. Ich muss mich noch ausruhen. Und du sagst, wenn man diese Tabletten mit Alkohol mischt, geht man völlig K.O.? Ich garantiere es, Schätzchen. Diese Mischung ist eine Granate und die Wirkung hält stundenlang vor.